mehr oder weniger persönlich zu adressieren. Zu den RednerInnen, also Schluck auf Sprache, ich kenne ja von denen da drüben, gehöre auch ein Professor aus Bielefeld. Und die haben auch gesagt, ja, Vorsicht, die erkennt man nicht gleich als Nazis. In der Logik der Antifanten sind wir symptomlose Nazis. Also ich glaube, um auf so einen Gedanken zu kommen, muss man symptomatisch bekifft sein. Aber gut, lassen wir das mal. Also, ich knüpfe mal kurz an das an, was Lars vorhin auch gesagt hat. Ich habe selber aus der Widerstandsbewegung heraus Warnungen bekommen, heute aufzutreten, weil es hieß, ja, man müsse aufpassen, die ganze Szene ist ja auch schon ein Stück weit unterwandert. Und deswegen ist es mir wichtig, nochmal ein paar Dinge klarzustellen. Es ist wichtig, einerseits eine Schnittmenge zu zeigen, ne, zu sagen, wir wollen hier für eine Demokratie kämpfen. Ich möchte aber auch, dass ich hier wirkliche Demokraten habe und nicht irgendwelche Leute, die uns in ein Königreich Deutschland zurückführen, ne, die Leute, die schaden unserer Bewegung. Ja? Ja? Ich möchte auch, und an alle, die jetzt meinen, es gelten noch irgendwelche Besatzungsgesetze und Deutschland sei eine Firma mit Sitz in Delaware und sie haben uns recht und so ein Quark, dem würde ich sagen, ich bin gerne Bürger der Bundesrepublik Deutschland, aber ich bin nicht gerne Untertan einer autoritären Regierung. Und was der Geist dieser Versammlung ist, das ist ja nun oft genug hier schon auf der Bühne heute gesagt worden. Ich habe vorher auch noch mal das Gespräch mit den Organisatoren gesucht, ja, also Gedankengut aus dieser Ecke hat hier nichts verloren, sondern was wir hier machen ist, wir kämpfen für unsere Freiheit, wir kämpfen für die Demokratie und wie gefährdet sie ist, Sven und André haben es angedeutet, zeigt sich an den aktuellen Bestrebungen der Weltgesundheitsorganisation. Jetzt muss ich auch wieder meine üblichen ausrangierten Kassenzettel mit meinen Stichpunkten rausholen, kennt ihr das auch schon von mir. Ich habe entweder einen ausrangierten Laptop oder einen ausrangierten Kassenzettel, irgendwas. Augenblick. Tja, das mit dem Pandemievertrag, das ist ja eine Sache, die ja in der Widerstandsbewegung schon länger diskutiert wird und die so intensiv diskutiert wird, dass auch die Konzernmedien nicht mehr ganz um das Thema drumherum kommen. Am 19.05.2023 konnte man auf der Internetseite des ZDF, Zentrum der Finsternis, Heinz, hast du mir das damals genannt, ja? Ja. Folgendes lesen, Querdenker und Verschwörungstheoretiker würden hier Stimmung machen. Und über den Vertrag sei doch eigentlich noch gar nichts bekannt. Oh doch, den konnte man damals und kann man auch heute noch, jetzt in der aktuellen Version, im Internet abrufen. Schlechte Recherche, ich würde sogar sagen, vorsätzlich schlechte Recherche, alles von uns gebührenfinanziert. Dann hat Sabine Dittmar, Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, im Petitionsausschuss des Bundestages gesagt, ihr müsst euch keine Sorge machen, der Pandemievertrag, der schränkt die Grundrechte nicht ein, wir wollen einfach nur besser uns bei Pandemien international koordinieren. Aha, prüfen wir das also mal nach, was die Herrschaften denn darunter verstehen. So, so. Was möchten die Leute denn anders machen als vorher? Das müssen wir als erstes mal sagen, in der Präambel des aktuellen Pandemievertragsentwurfs steht da drin, dass hier es ein katastrophales Versagen bei dem Versuch gegeben habe, internationale Solidarität zu beweisen. Ja, was heißt das eigentlich? Heißt es, alle wollten unbedingt als Erste an diese komischen Impfspritzen rankommen? Oder heißt es vielleicht nicht viel mehr, Mann, wir haben zwar viel internationalen Gleichschritt hingekriegt, aber doch nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, dann gab es eben wenig Maßnahmen in Schweden, wenig Maßnahmen in Florida, wenig Maßnahmen in South Dakota und die Leichenberge gab es aber nicht. Scheiße gelaufen, wir müssen also, ich glaube, dass das katastrophale Scheitern aus Sicht der WHO eher in dem Ausscheren einiger Regierungen aus diesem internationalen Gleichschritt bestand. Naja, und dann wollen wir mal gucken, was will denn die WHO denn anders machen als bisher. Und da habe ich mir 10 Punkte aus der Durchsicht des Pandemievertragsentwurfs vom 2. Juni notiert.
Und das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. So. Als erstes, die Mitgliedstaaten der WHO sollen ihre Gesundheitssysteme stärken. Hört sich doch eigentlich ganz gut an, Herr Lauterbach, oder? Herr Lauterbach macht leider gerade das aktuelle das glatte Gegenteil. So, dann möge man alles Mögliche bevorraten an Pandemic-related Products. Die Pharmaindustrie reibt sich schon die Hände. Es werden ganze Lager mit millionenschweren Paletten von Impfstoffen zu bestellen sein. Das ist damit im Zweifel gemeint. So, und wahrscheinlich bei den Masken hieß es ja auch so lange, es bringt nichts, bis sie genügend bestellt hatten. Also wahrscheinlich ist das mit gemeint, Pandemic-related Products. Das sind Maskentests und Spritzen. Ja, also kann man ungefähr so auf diesen Nenner bringen. Und damit einhergehend heißt es dann eben auch, man solle zoonotische Ereignisse überwachen. Es geht ja immer darum, um das Narrativ, dass hier die Viren, die Krankheitserreger vom Tier auf den Menschen überspringen könnten. Das fußt noch so irgendwie auf der Prämisse, dass damals die Fischsuppe in Wuhan einen Killer-Virus in die Welt gesetzt haben soll. Ich frage mich, je länger ich drüber nachdenke, frage ich mich, wie konnten die es schaffen, jemals so ein Märchen in die Welt zu setzen und keiner hat mal dumme Fragen gestellt. Aber dummerweise steht in diesem Pandemievertrag auch drin, man möge bitte die Laborsicherheit erhöhen, um das Entweichen von Mikroorganismen aus Laboratorien zu verhindern. Kann es sein, dass man selber in Genf nicht so ganz an die Fischsuppentheorie glaubt? Fragezeichen. So. Und natürlich soll man Laborkapazitäten steigern. Ich ahne schon wieder, testen, testen und nochmals testen, damit die Leute schon Angst kriegen vor hohen Infektionszahlen. Also, das steht so in dem Vertrag nicht drin, aber das ist leider das, was wir auf der Basis der Erfahrung, die wir in den letzten 3,5 Jahre machen mussten, befürchten müssen, dass das damit gemeint ist. So, was habe ich hier noch? Natürlich Technologietransfer, Datenaustausch, und diese Daten sollen auch collected from and shared across human, animal and environmental resources. Ja, was das heißen? Die wollen Daten von uns. Unsere Gendaten wollen sie haben. Kennen wir das nicht irgendwoher? Ja? So, Spänchens Genom 2020. Ja, also ich habe mir letztens anhören müssen, ja, wir reden alle über Lauterbach, haben wir Herrn Spahn schon vergessen? Nein, Herr Spahn, wir haben Sie nicht vergessen. Sie werden sich eines Tages verantworten müssen. Jawohl. So, dann verfolgt die WHO einen One-Health-Ansatz. Also es geht darum, dass alles gesund sein muss. Das ganze Volk muss gesund sein, die Umwelt muss gesund sein, die Tiere müssen gesund sein, alle sollen gleichzeitig gesund sein. Für mich hört sich das so an, als solle die Gesundheit des Kollektivs von Menschen, aber auch die Gesundheit irgendwie des Kollektivs an Lebewesen, über die Gesundheit des Einzelnen gestellt werden. Was das im Einzelnen bedeutet, habe ich selbst in einem Rechtsbeschwerdeverfahren zu hören bekommen, das ich mal vertreten habe. Der Mandant war in erster Instanz verurteilt worden wegen Verletzung der Maskenpflicht auf einer Demo. Der Mandant hat eine Trichterbrust, das ist eine Einkerbung des Brustkorbs, also stark verringertes Lungenvolumen, klarer Fall, dass der unter der Maske keine Luft bekommt. Das habe ich im Rechtsbeschwerdeverfahren geltend gemacht und musste mir dann von der Staatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft in Freistaat Bayern, ja, und beim OLG München, auch anhören, diese Maskenpflicht, die sei von der bayerischen Staatsregierung angeordnet worden, um dieses Virus einzudämmen, und dem gegenüber hätten die Belange des Beschwerdeführers zurückzutreten. Was meinst, Frau Staatsanwältin, damit? Soll mein Mandant doch verrecken? Hauptsache, er steckt niemanden an. Das ist One Health. Das blüht uns mit diesem sogenannten Pandemievertrag. Ja? Dass die Gesundheit des Einzelnen unter die Gesundheit der Gesamtheit gestellt wird. Wir wissen, dass das verfassungswidrig ist. Seit das Bundesverfassungsgericht im Februar 2006 im Luftsicherheitsurteil ja ausgesprochen hat, dass ich nicht
Leben opfern darf, um Leben zu retten. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Gesundheit. Ich kann nicht einen opfern, damit nicht so und so viele andere angesteckt werden. Der Mensch ist nicht ein Objekt einer Gesamtgesundheit. Der Mensch hat ein Recht auf seine Gesundheit um seiner selbst willen. Das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, dieses Luftsicherheitsurteil verletzt die Menschenwürde. Und ich glaube, diese Grundsätze müssen wir in Erinnerung rufen. Denn wenn es darum geht, Umsetzungsgesetze, die diesen Pandemievertrag umsetzen sollen, verfassungsrechtlich auf den Prüfstand zu stellen, werden wir die Karlsruher Richter ab und zu mal an ihre eigenen Aussagen von damals erinnern müssen. So, dann ein ganz wichtiger Punkt aus Sicht der Vertragsstaaten oder aus Sicht derjenigen, die diesen Entwurf in die Welt gesetzt haben, ist die Bekämpfung von Infodemien. Da werde ich nachher noch mehr drauf zu sprechen kommen. Die Nomenklatura hat Angst vor Informationen, die ihr selber nicht in den Kram passen. Aber da komme ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. So, dann habe ich mir aufgeschrieben, dass die Mitgliedstaaten sich verpflichten sollen, die Weltgesundheitsorganisation als führende Instanz bei der globalen Pandemiebekämpfung anzuerkennen. Und damit das auch schön brav passiert, gibt es dann ein Committee dafür, ein Implementation and Compliance Committee, also ein Ausschuss, der darüber wachen soll, dass das auch vernünftig passiert. Und was den Verpflichtungsgrad aus dem Pandemievertrag anbelangt, da ist es schlicht und ergreifend so, dass Entwicklungsländer volle Flexibilität bei der Umsetzung haben sollen, nach dem Motto, die haben ja vielleicht nicht gleich die Kapazitäten dafür, was im Umkehrschluss bedeutet, Nicht-Entwicklungsländer sollen von vornherein zur vollen Umsetzung verpflichtet sein. Das ist eigentlich eine tröstliche Botschaft, wenn nämlich Habeck und Co. so weitermachen. Sind wir, sobald der Pandemievertrag in Kraft tritt, Entwicklungsland und müssen das alles nicht mehr machen. Ja? So, damit habe ich mal die wichtigsten Punkte benannt. Infodemie, da wollte ich mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen, denn es geht vor allen Dingen darum, Falschinformationen zu bekämpfen, damit das Vertrauen der Menschen in die Gesundheitsbehörden wiederhergestellt wird. Das ist deswegen bemerkenswert, weil das ja bedeutet, dass in der Vorstellungswelt der Leute, die diesen Vertragstext entworfen haben, die Vorstellung nicht vorkommt, es könnten die Behörden selber Urheber von Falschinformationen sein. Das kommt da gar nicht vor. Man will also glauben, mit Zensur schaffe man Vertrauen. Mit dieser Zensurerei hat man doch bei uns das Misstrauen immer noch weiter verstärkt, meine Damen und Herren. Ja? Und ich habe es gestern in Neustadt an der Weinstraße, Hambacher Schloss gesagt, ich sage es auch hier, wir können ja nun Lügen aus den Behörden identifizieren. Die Inzidenzwerte, die ja nun die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen anzeigen sollten, wurden ja aus PCR-Tests gewonnen. Jetzt schreibt Lothar Wieler selber, Epidemiologisches Bundesamt 39 aus 2020, dass häufig noch lange nach Symptombeginn die Viruspartikel abstrich nachweisbar sind, dass das aber nicht mit ansteckungsfähigen Viren gleichzusetzen sei. Also ein PCR-Test weist keine Infektion nach. Und 3 Seiten später schreibt er noch, In-vitro-Daten deuten auf ein Verhältnis zwischen genomischer RNA und ansteckungsfähigen Viruspartikeln im Verhältnis von 10 zu 1 bis 100 zu 1 hin. Heißt, 1-10% aller positiven Tests waren wirklich Infektionen. Die ganzen Inzidenzwerte waren vorsätzlich gelogen. Das hat Wieler ja selber, an diesem Aufsatz hat Wieler selber mitgewirkt. Wieler weiß, dass das alles Murks ist und schreibt trotzdem was von Goldstandard und schreibt trotzdem was von Neuinfektionen. Ja? Und was hat Lauterbach früher gesagt, nebenwirkungsfreie Impfung? Am 12.03.2023 sagte er im ZDF, ja, von den Impfkomplikationen habe er immer gewusst, er sei ja mit den Behörden ständig im Austausch gestanden. Er wusste es! Nebenwirkungsfreie Impfung war gelogen!
Inzidenz der Tag in Lohn. Jetzt wissen wir, wo die uns hinhaben wollen. Die ärgern sich darüber, dass wir ihnen auf die Schliche gekommen sind. Das, ne, verstehen Sie unter Infodemiebekämpfung. So, und man solle bitte herausfinden, so steht es im Pandemievertrag drin, warum denn die Menschen sich nicht an Maßnahmen halten und die Impfung ablehnen. Das solle also Gegenstand von Forschung sein, die dann gefördert werden soll, angeblich, laut Pandemievertrag. Es geht also wieder nur darum, Pandemien durch Impfstoffe zu bekämpfen, wenn es denn wirklich welche wären. Ja? Das heißt also, dieser Pandemievertrag zeigt ziemlich deutlich, wohin die Reise geht. Es geht mal wieder nur darum, Testpandemien auszurufen, um hinterher Impfspritzen unter das Volk zu bringen. Die Frage ist nur, wie weit kommen die Leute damit? Denn, wie war das mal so schön, jeder kennt jeden, jeder kennt irgendjemanden, der mit dieser Spritze gerade irgendwann mal größte Probleme gehabt hat oder vielleicht auch gar nicht mehr unter uns ist. Das Misstrauen wird immer größer und das kriegen sie auch mit Zensurmechanismen nicht in den Griff. So. Und nochmal zurück zu Sabine Dittmar. Der Pandemievertrag selber schränkt natürlich keine Grundrechte ein. Aber er schafft die völkerrechtliche Voraussetzung für eine Gesetzgebung, die uns wieder Ausgangssperren, Betriebsschließungen, Schulschließungen, Maskenpflicht, Testpflicht, Impfpflicht und diesen ganzen Terror bringen wird, mit dem man uns 3,5 Jahre lang drangsaliert hat. Das müssen wir verhindern. Dafür stehen wir auf der Straße und es ist wichtig, dass wir Mandatsträger ansprechen, denn letztlich alle erahnen, was sie da ratifizieren sollen. Ich glaube, dass so vor allen Dingen in der zweiten und dritten Linie in den Parlamenten viele Abgeordnete sitzen, die nicht einmal erahnen, dass sie sich mit diesem Vertrag selber abschaffen. So. Ich möchte einen lebendigen, diskursiven Bundestag und kein Abgeordnetengremium der WHO in Berlin haben. Und deswegen stehe ich hier. So. Und ich ahne, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, dass morgen wieder irgendwo eine Zeit entsteht, ein breites Bündnis gegen rechts habe, sich da irgendwie Haltung gezeigt, wie man so schön sagt. In Göttingen haben wir gesehen, was diese breiten Bündnisse gegen rechts wirklich sind. Ein menschenverachtender Mob für Hass, Hetze und Gewalt. Und wir setzen dagegen ein Zeichen des Friedens, ein Zeichen des Diskurses. Wir sind diejenigen, die die Hand zur Debatte ausstrecken. Bis jetzt wurde sie, Sven hat es ja angedeutet, und André, immer ausgeschlagen. So, ich bin fertig mit meinem Gelaber. Ich glaube, ihr wollt jetzt endlich los. Und warte, wann ist er endlich?